Samstag, den 16. Mai, feierte die Freiwillige Feuerwehr Wiesen ihr 125-jähriges Bestehen. Bei schönstem Frühlingswetter wurde auch wieder das schon traditionelle Seifenkistenrennen gefahren. Groß und klein waren mit Feuereifer bei der Sache. Auch die Polizei war mit dabei und hat mit der Radarpistole die Geschwindigkeit gemessen. Die Sieger bekamen Pokale und Urkunden und dann ging es ans Feiern. Sehen Sie jetzt eine kurze Zusammenfassung. Jetzt dahin,
und einige mit Hobbycards mitgefahren sind, haben eine dritte Wertung machen müssen. Aber das war kein Problem für uns. Bitte, was war? Wir haben drei Wertungen gemacht, sprich Jugend, Erwachsene, 16 Open End und Bobbycars. Jetzt schon ein herzliches Dankeschön an alle Piloten, die sich gewagt haben, die Hauptstraße runterzufahren und das gleich zweimal hintereinander. Es ging um die Zeitdifferenz zwischen ersten und zweiten Durchgang. Also je geringer, desto besser für den Piloten. Ich darf nun unseren Herrn Kommandanten vorbitten, um die Siegerehrung durchzuführen. Wir beginnen mit der Jugend. Am sechsten Platz unser leider Bruchpilot, aber immer wieder dabei, ein sehr treuer Pilot, der Jakob Rath. Bitte vorkommen. Aber du hast dich gewagt und getraut, die Startrampe Richtung Ziel positiv zu verlassen und auch das wird geehrt. Aber das wird bis immer nächstes Jahr. Am fünften Platz, den fünften Platz hat Jonas Nussbauer erreicht. Bitte vorzukommen. Gratulation. Zweimal tadellos runtergefahren. Vierten Platz hat Michael Bayer. Ich darf nun erwähnen, beim dritten Platz geht es um eine Zeitdifferenz. Meine Zeitdifferenz von 3 Sekunden und 96 Hundertstel zwischen ersten und zweiten Lauf. Und das ist der Jonas Grünwald, dritter Platz. Applaus für die Jugend. Seid für diesen Rennfahrer.
anmelden, nachdem wir ja international sind. Und bitte schon jetzt vormerken, für nächstes Jahr zu kommen. Viel Spaß!